Hi meine Lieben, ich begrüße euch zu diesem Video. Heute geht es wieder um meinen Sub. Ich habe euch neulich schon ein Video hochgeladen. Dort ging es um 5 ungelesene Bücher von meinem Sub und heute habe ich auch wieder 5 ungelesene Bücher für euch. Ich habe nichts gegen hohe Subs, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe aber für mich selbst entschieden, dass ich einfach ja wieder mich flexibler fühlen möchte, was die Leserei angeht und deswegen einfach die Bücher, die ich mir mal gekauft habe und die ich lesen möchte, jetzt erstmal weglese. Und ich bin auch gespannt, ob ich das bis zum Ende des Jahres schaffe. Jetzt geht's los mit 5 weiteren Büchern von meinem Sub. Das erste Buch, was ich für euch habe, ist ein Fantasy-Roman und zwar von E.L. Greif. Oder E.L. Greif, ich weiß jetzt nicht, welche Nationalität diese Autorin hat. Aber es heißt 12 Wasser, ist der Beginn einer Trilogie und dieser Teil heißt Zu den Anfängen. Das Buch hat knapp 590, also gut 600 Seiten und es gibt dazu ein Hörbuch und ich vermute mal, dass ich das so auch dann hören und lesen werde, immer so ein bisschen im Wechsel. Und in dem Buch geht es um das Verschwinden des Wassers. Es gibt also so Undai, so heißt es. Es sind also sowas wie Wasserfrauen, Wasserelfen, so stelle ich mir das vor. Und die versuchen der Menschheit zu erklären, dass das Wasser verschwindet. Und wenn das Wasser verschwindet, verschwindet auch die Menschlichkeit. Und es gibt ein paar Menschen, die sich nun auf den Weg machen zu den 12 Quellen. Und ja, dort eben der Ursache einfach ein bisschen auf den Grund gehen wollen. Und es ist nicht klar, ob alle wiederkommen, aber diejenigen, die wiederkommen, die sind auf jeden Fall für immer verändert. Es ist etwas vage gehalten, aber ich meine, es hört sich super interessant an und genau deshalb ist es auch bei mir eingezogen damals. Ich habe das bei Tasmetu entdeckt, das ist eine Ewigkeit her, ich glaube 14 Monate bestimmt, wenn nicht sogar noch länger. Und ja, die Lust auf dieses Buch ist eigentlich nie vergangen, aber es steht halt im Schrank und man denkt sich, naja, ich habe ja Zeit, ich lese es dann irgendwann mal, aber das ist auf jeden Fall dieses Jahr fällig. Ja, das nächste Buch, was ich für euch habe, da hat es mir in den letzten Wochen schon sowas von in den Fingern gejuckt. Ich glaube, das wird jetzt auch kurzfristig fällig sein. Das ist nämlich von Mad Haig, Ich und die Menschen. Dieses Buch ist ja auf BookTube rumgegangen, man hat es überall gesehen. Ich glaube, ich habe nicht wirklich schlechte Meinungen gehört. Ich habe ja aber nicht jede Meinung angehört, weil ich ja auch ein bisschen, ja, neutral an das Buch rangehen möchte. Und es geht um einen Professor, der irgendwie nachts nackt auf einer Autobahn langläuft, weil ein fremdes Wesen von ihm Besitz ergriffen hat. Und ja, er kann die Menschen jetzt nicht mehr so akzeptieren, wie sie sind, weil sie halt so viele schlechte Eigenschaften haben. Hier steht sowas wie Egoismus, übermäßigem Ehrgeiz, Gewalttätigkeit, ja. Andererseits ist es natürlich so, dass die Menschen auch ein paar gute Sachen hervorgebracht haben. Und ich glaube, hier wird so ein bisschen erörtert, dass das Gute und das Böse beides in einem Menschen drin sind. Aber ich glaube, wenn das Gute überwiegt, dann ist es doch besser. Vielleicht zielt es darauf ab, ich weiß es nicht genau. Ich fand den ersten Satz ziemlich lustig. Da ging es darum, um eine Begrüßung, so hallo Mensch, du siehst eigentlich gar nicht so komisch aus, trotz deiner Nase. Und das fand ich sehr witzig. Das Buch liegt Ewigkeiten bei mir rum, das habe ich mal spontan bei irgendeinem Einkauf mitgenommen. Mad Haig hat ja mittlerweile auch Echo Boy rausgebracht, das ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Alle meine Buchmusen fanden es super und das werde ich mir dann danach auch kaufen, wenn ich das auf jeden Fall gut fand, denke ich mir mal, ich weiß es ja noch nicht. Aber ja, da werde ich wahrscheinlich demnächst reinschnuppern und reinlesen und dann könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass ich über dieses Buch sprechen werde. Raum von Emma Don't know, ich weiß nicht, ich habe vergessen zu googeln, bevor ich dieses Video gestartet habe. Das ist hier jetzt aus dem Piper Verlag. Ich glaube, mittlerweile gängiger ist die Taschenbuchausgabe. Ich habe mir das irgendwie gebraucht gekauft. Es geht ja um eine Frau, die einen Jungen in einem Raum gefangen hält, ist die falsche Aussage. Aber irgendwie, sie leben dort zusammen und Old Nick kommt und dann sollte man besser Angst haben. So habe ich das jetzt verstanden. Das Buch ist ja sehr rumgegangen auch. Das ist auch ein Grund, warum ich es mir gekauft habe. Ich interessiere mich sehr für diese Kinderperspektive und wie genau das Kind das empfindet und erzählt. Und ich habe schon damals in dem Video, wo ich das bei meinen Neuzugängen drin hatte, erzählt, dass ich dabei immer an diesen Fritzl denken muss. Dieser Mann hat mir auch diverse Albträume beschert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich weiß auch nicht, ob es von der Thematik her ähnlich ist, ob es da wirklich um Missbrauch in dem Sinne geht. Dieser Fritzl hatte ja damals seine Tochter irgendwie 24 Jahre in den Keller gesperrt und mit ihr, ich glaube, 3 Kinder gezeugt.
Und mich hat das dermaßen schockiert. Und als dieses Buch irgendwie in aller Munde war, musste ich irgendwie immer daran denken. Es ist nicht so, dass ich mir das gleich verspreche davon, aber ich vermute mal, es ist eine ähnliche Thematik, weil es hier eben auch um einen abgeschlossenen Raum geht, in dem dieser Junge festgehalten wird. Und ich habe auch schon Stimmen gehört, die nicht so begeistert waren von diesem Buch und was an dieser Kinderperspektive liegen kann. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich hoffe, dass ich es bald rausfinde. Das nächste Buch, was ich für euch habe, ich glaube, das kann man schon fast so ein bisschen als Klassiker bezeichnen, ist auf jeden Fall ein Buch, was viele Gemüter bewegt hat. Es geht um Die Päpstin, ist ein historischer Roman und ich hatte mir diese Ausgabe auch mal gebraucht gekauft, ich glaube bei Amazon. Das hat extrem gestunken, das Buch. Mittlerweile riecht es einfach nur nach gar nichts, Gott sei Dank. Das Buch spielt im 9. Jahrhundert, es beginnt sogar in Deutschland, es geht um Johanna. Johanna erhält eine Ausbildung, was natürlich zu diesem Zeitpunkt für Frauen absolut ungewöhnlich war. Ihre Ausbildung ist für Heilkunde und Philosophie. Und Johanna stört es aber, dass Frauen eben ja, weitere Bildung irgendwo verwehrt ist und so macht sie sich selbstständig auf den Weg und gelangt bis nach Rom. Und letztendlich, es heißt ja auch Die Päpstin, ich spoilere ja nicht, ich kann auch gar nicht spoilern, weil ich selbst nichts weiß, aber es geht darum, dass sie als, sie nennt sich selbst Papst Johannes Anglicus und sie besteigt den päpstlichen Thron. Und das ist natürlich sensationell. Es ist, glaube ich, nicht nach einer wahren Begebenheit, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr bewegend ist, sehr, sehr inspirierend ist. Und die liebe Diana von Madame Book, ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt, sie ist mittlerweile leider nur noch auf Instagram sehr aktiv. Sie hat mir das ganz nah ans Herz gelegt und den Gefallen tue ich ihr, dass ich das bald lesen werde und euch davon berichten werde. The Virago Book of Ghost Stories. Ja, allein schon, weil das so ein geiles Cover ist, musste ich mir das kaufen. Aber nein, gut, ich bin nicht wirklich ein Coverkäufer. Bei mir gilt ja die Regel, je hässlicher das Cover, desto besser das Buch. Aber das ist ein Buch, was einfach super in Oktober, November passt, in die Halloween-Zeit. Hier sind halt Kurzgeschichten drin. Es ist ein englisches Buch, ich habe mir das gebraucht gekauft. Und hier steht Houston Public Library drauf, also aus Houston kommt dieses Buch. Ich habe mir das in Amerika bestellt, das ist ein sehr interessanter Einband. Da ist nämlich irgendwie sowas Ähnliches, es ist nicht laminiert, das funktioniert ja nicht, aber es ist so ein eingeklebter Plastikumschlag, also ja, man kann es sogar abwischen, keine Ahnung, nur nicht so oft. Und es sind Charlotte Bronte zum Beispiel hier vertreten oder wen kennt man noch? Ja, niemanden, sehr, sehr gut, aber naja, ich finde es auf jeden Fall richtig cool, es sind viktorianische Geschichten und allein diese Silhouetten-Cover-Inszenierung hier finde ich einfach toll. Es ist ein großer Sarg auch noch mit drauf. Und The Virago Book, was hieß nochmal Virago? Ich glaube jungfräulich oder sowas. Aber das ergibt ja keinen Sinn. Ich glaube Virago ist hier auch der Verlag und es ist eine Kurzgeschichtensammlung, ja. Wer mitgezählt hat, weiß, es waren jetzt schon 5 Bücher. Das Video ist jetzt schon wieder vorbei. Es war nicht allzu lang. Aber ist ja auch mal ganz angenehm, zwischendurch jetzt nicht überlange Videos zu sehen, sondern auch kurz und knackige. Ja, ich hoffe, es war was für euch dabei. Wenn ihr schon eins dieser Bücher gelesen habt, dann lasst mich das wissen. Lasst mich wissen, wie ihr es fandet und spornt mich noch mehr an, diese Bücher bald zu lesen. Und ja, ich hoffe, ihr kriegt es auch hin, euren Sub ein bisschen zu verringern und mehr ja, den magischen Moment eines Buches zu genießen. Und ich freue mich, wenn ihr da mitmacht. Ich habe schon mehrere Nachrichten bekommen, dass wohl das ganz inspirierend für den einen oder anderen war. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Bis jetzt läuft es bei mir gut. Ich habe meinen Sub schon ein bisschen verringert. Ich habe mir, glaube ich, ein Buch gekauft letzten Monat, was ich aber auch schon gelesen habe. Das hatte ich mir nochmal auf Englisch gekauft. Will ich irgendwann mal auf Englisch lesen. Ja, insofern nicht wirklich ein Neuzugang. Aber ja, es läuft bei mir und ich hoffe, bei euch läuft es auch. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Bye, bye.